passiv Geld verdienen. Wir sehen uns heute in Faszination Freiheit die vier wichtigsten Faktoren an, warum das die meisten Menschen, 95%, passives Einkommen nie erreichen und wie du zu den 5% gehörst, die es deutlich einfacher haben und die dort hinkommen. Das heißt, wenn dir passives Einkommen, passiv Geld zu verdienen wichtig ist, dann sieh dir bitte dieses Video bis zum Schluss an. Du wirst am Schluss genau wissen, was ich meine. Ja, herzlich willkommen zur Faszination Freiheit, heute hier aus Sardinien. Und das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Wer möchte vielleicht auf Sardinien leben oder sonst wo, wo es schön warm ist im Süden und da ist passives Einkommen sehr angenehm. Und heute sehen wir uns mal die vier wichtigsten Faktoren dazu an. Und wir starten mit dem, was ist passives Einkommen wirklich? Denn hier fängt es bereits von der Definition her an, dass die meisten Menschen passives Einkommen nicht wirklich verstehen. Grundsätzlich ist passives Einkommen das Entkoppeln von Zeit und Geld. Das heißt, man verkauft nicht eine Arbeitsstunde beispielsweise, sondern es ist komplett losgelöst davon und man verkauft sozusagen ein Werk, was beispielsweise eine Immobilienvermietung sein kann, was ein E-Book sein kann, was auch immer. Aber es hängt nicht von der aufgewendeten Zeit ab, 1:1. Und hier ist schon mal ein großes Missverständnis, denn viele Menschen hören auch diesen Begriff passiv und verwechseln es dann durchaus auch mal, dass sie selber passiv sein können und dass das ja vermutlich sehr, sehr leicht geht. Und das ist häufig nicht der Fall, vor allem wenn man gerade am Anfang steht, da muss man möglicherweise sogar sehr, sehr viel tun, sehr, sehr fleißig sein, damit das Ganze funktioniert. Und man muss es langfristig sehen. Es kann sein, dass es vielleicht sogar Jahre benötigt. Kann natürlich auch schnell gehen, vor allem wenn man vielleicht auch schon Investitionskapital aufgebaut hat, aber auch das hat ja Zeit letztendlich benötigt. Deswegen ist es wichtig, dass man dranbleibt, dass man immer eine langfristige Sicht hat, dass man weiß, es bedeutet Aufwand. Und es ist wie bei einer überproportional ansteigenden Kurve. Das heißt, am Anfang hat man noch sehr, sehr wenig Return. Ja? Also wenn hier viel Geld hier oben viel Geld ist, dann hat man noch sehr, sehr wenig Return, viel Zeit investiert und danach kehrt sich das Ganze um, dass man irgendwann einen hohen Return hat, das heißt viel passives Einkommen und wenig oder vielleicht sogar gar keine Zeit mehr hat. Es gibt auch passives Einkommen, das muss man noch ein bisschen verwalten, aber ich denke, wenn man einmal einen Strom gefunden hat, der richtig gut funktioniert und der beispielsweise mehrere tausend Euro pro Monat liefert und man hat dann auch einen Tag pro Monat Arbeitsaufwand, ich denke, dann kann man grundsätzlich damit leben. Aber man muss etwas dafür tun. Ganz, ganz wichtig. Dann Faktor Nummer 2. Das ist einer der wichtigsten Punkte in unserem Leben. Das ist Zeit. Und die meisten Menschen wertschätzen ihre Zeit nicht, denken vielmehr an den Faktor Geld, aber nicht an ihre Zeit und wie diese verwendet wird und häufig dann mit Dingen, die uns im Leben nicht wirklich voranbringen. Eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle, und zwar eine ganz simple Frage, die ist aber sehr, sehr mächtig, und zwar, macht das wirklich Sinn? Bei jeder Tätigkeit, bringt es uns näher an unser Traumleben, bringt es dich näher an dein Traumleben, was du gerade tust, oder entfernt es dich vielleicht sogar letztendlich davon? Es gibt letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder es ist relativ neutral oder drei Möglichkeiten, es ist neutral. Es bringt dich zum Traumleben oder es bringt dich weg davon. Das heißt, überlege sehr, sehr stark mit allem, was du tust, mit deiner Zeit, wie du es anpackst. Und bringt dich diese Tätigkeit zum passiven Einkommen oder entfernt sie dich, weil du etwas komplett Belangloses möglicherweise zum Teil tust. Das gehört auch mal mit dazu, aber wichtig ist, dass wir einen Großteil unserer Zeit dafür verwenden, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Das heißt ja nicht nur Geschäft, Business, passives Einkommen, natürlich auch Familie etc., aber dass alles Qualitätszeit ist und dass es keine unwichtige Zeit gibt, gerade bei passives Einkommen. Wie will man denn passives Einkommen aufbauen? Das heißt, Zeit von Geld loslösen, wenn man die eigene Zeit nicht wirklich 100% wertschätzen kann. Zu weiß. Deswegen ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie wir vorhin gesagt haben, sieh Dinge langfristig, investiere Zeit in dein passives Einkommen. Gerade wenn man am Anfang steht, dann braucht es vermutlich etwas, bis ein Pflänzchen entsteht, das irgendwann dann richtig blühen wird. Also wertschätze deine Zeit, ganz, ganz wichtig. Dann der Faktor Nummer 3, das ist der Kopf, das ist der Geist und deswegen ganz wichtiger Schlüsselsatz. Und zwar folgendes, bitte gut zuhören. Wenn dein Kopf nicht zulässt und nicht daran glaubt, dass passives Einkommen für dich möglich ist, dann wirst du es auch nie haben. Ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Geist darauf trainieren, dass wir diese Trennung vollziehen zwischen Zeit und Geld, die wir ja zum Teil jahrzehntelang eingetrichtert bekommen haben, sicheren Job etc. Und wir haben ja nie gelernt, wie passives Einkommen funktioniert. Und deswegen müssen wir uns hier oben erstmal umpolen. Du siehst hier die drei vielleicht wertvollsten Glaubenssätze, die du neu implementieren kannst.
Diese findest du auch in unserem Passive Income Insider Report. Da kannst du das Thema noch vertiefen, da kannst du es nochmal durchlesen. Da geht es auch insgesamt einfach nochmal tiefer. Und da sind auch viele Beispiele drin für konkrete passive Einkommensströme. Dort findest du auch diese Glaubenssätze. Und was du machen kannst, ist beispielsweise die bei dir, sei es jetzt im Schlafzimmer, in der Küche, im Wohnzimmer, wie auch immer, aufhängen und dort jeden Tag immer wieder anschauen. Am besten vor dem Spiegel mehrfach laut zu dir sagen, mit möglichst viel Emotion. Natürlich wird sich nichts von heute auf morgen verändern. Darum geht es. Es geht darum, dass wir unsere Unterbewusstsein, dass wir unsere Glaubenssätze verändern und dadurch unser Denken, dadurch unser Handeln und damit unsere Ergebnisse. Das heißt, ein hohes passives Einkommen. Und dazu muss es für uns möglich sein. Denn wenn wir nicht daran glauben, wir werden irgendwann aufhören. Und passives Einkommen ist kein Kindergarten, ist kein Spaziergang und nach einer Stunde ist das Ganze fertig. Sondern es ist ein Prozess und es werden dann Dinge nicht funktionieren. Und ja, diejenigen, die nicht daran glauben, die werden dann aufgeben. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch deinen Geist hier trainierst, dass du selber daran glaubst, dass passives Einkommen auch für dich möglich ist. Und jetzt erst kommt der vierte Punkt. Und das ist eigentlich der einzige, den die meisten Menschen sehen. Das sind die Vehikel. Die meisten probieren dann mal ein Vehikel, dann funktioniert das alles nicht so. Sind ja die anderen drei Bereiche, die wir uns gerade angesehen haben, nicht wirklich bewusst. Und dann klappt das Ganze nicht und eine wertvolle Chance vertan, Lebenszeit und viel Frustration. Von dem her beschäftige ich vor allem als felsenfeste Basis mit diesen ersten drei Punkten. Sei dir bewusst, dass diese sehr, sehr wichtig sind und implementiere diese in dein Leben. Also, wenn du dieses Video toll fandest, ja, erstmal auch deine Kommentare. Ich freue mich drüber. Teile, like, kommentiere es. Du findest den Passive Income Insider Report unter von dem Video, kannst du downloaden. Und mit meiner sehr werten Geschäftspartnerin, der Eva Arbeit, einer tollen Frau, veranstalte ich das Online-Symposium Passives Einkommen. Da geht es 10 Tage lang nur um passives Einkommen. Da können wir richtig tief gehen und das Beste ist 100% kostenfrei. Trag dich ebenfalls unterhalb von dem Video ein. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Und ansonsten bis zur nächsten Freitagsausgabe von Faszination Freiheit. Bis dahin, lebe deine finanzielle Freiheit mit hohem passiven Einkommen. Dein Thorsten Wittmann.